Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Wiss-Visualisierung. Schon oft von mir angekündigt und bestimmt auch gerade schon im Intro gesehen. Und ja, da gab es ganz, ganz, ganz viele Fragen zu im Forum. Also ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz hier. Hier gab zum Beispiel hier Daddy's Geheim hat hier gefragt, IO Broker Wiss-Visualisierung. Wie dem Titel schon einnehmbar, will ich gerne wissen, wie man das mit der virtualisiert. Was? Mit der virtuiert. Virtuellen Wohnung, beziehungsweise wie man im Handy solche Lichtschalter-Widgets erstellt und so weiter und so fort. Also hier gab es schon einiges zu, hier wurde schon einiges zugeschrieben. Dann gab es natürlich hier Bilder-Upload in Wiss, ne, wie man hier Bilder in Wiss uploaden kann. Dann gab es hier natürlich schon Fragen, Vacuum Cleaner visualisieren und so weiter und so fort, weil ich dazu ja schon einiges gesagt habe, dass ich den Xiaomi Vacuum Cleaner, Link natürlich in der Beschreibung, auch hier zum Visualisieren benutzt habe. Inwiefern zeige ich euch jetzt gleich. Und natürlich hier auch noch Kamera in IO Broker einbinden. Mit diesem Video möchte ich quasi all diese Fragen in einem Video beschreiben, erklären, wie ich das Ganze umgesetzt habe. Jeder hat da so seine eigene Art und Weise, das umzusetzen. Und ich lerne auch nie aus, ne? Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, das zu machen, allerdings zeige ich euch meine Variante, wie ich das heute gemacht habe. Hey, einmal eine kurze Unterbrechung hier, und zwar will ich euch kurz zeigen, was wir am Ende dieses Tages erhalten möchten. Ich habe jetzt hier einfach so eine kleine App in Anführungszeichen, das ist im Grunde genommen einfach nur eine Verlinkung vom Browser auf dem iPad selbst gemacht, auf dem Dings, und jetzt, wenn ihr das öffnet, seht ihr jetzt hier quasi einmal die gesamte Wohnung. Jetzt hier zum Beispiel im Wohnzimmer kann ich jetzt hier einfach das Licht aus- und wieder einschalten. Ich kann meinen Staubsauger ein- und ausschalten. Ich kann, wenn ich jetzt hier zum Beispiel direkt mal ins Wohnzimmer reinklicke, sehe ich das Wohnzimmer einzeln, ne? Kann ich jetzt auch hier wieder die Ecklampe zum Beispiel ausschalten oder wieder anschalten. Und ich kann hier natürlich auch, wenn ich jetzt mal beide hier ausmache, dann seht ihr nämlich die Farbe vielleicht ein bisschen. Mache ich hier vielleicht das auch nochmal ein bisschen runter von der Farbe her, dann seht ihr es vielleicht eher so. Genau. Jetzt haben wir das Ganze leicht grünlich. Wenn ich jetzt hier auf Rot klicke, haben wir Rot. Auf Weiß haben wir Weiß, Blau, Orange, Lila, Pink, Gelb, Party, dann ändern sich die Farben, und Relax, dann geht das so eben so ein kleiner Fade. Jo, Grün ist aber meine Lieblingsfarbe, und machen wir hier auch die anderen Lichter mal wieder an, damit der Rest des Videos hier auch anständig gemacht werden kann. Und dann schauen wir hier ins Schlafzimmer. Auch hier können wir ganz normal die Lichter ein- und ausschalten. Auch wieder hier die Farben schalten. Genauso wie in der Küche. Ne? Da haben wir auch wieder hier die Möglichkeit, die Lichter ein- und auszuschalten. Die Farbe hier wieder zu regulieren. Billardtisch, also Billardzimmer, können wir hier den Billardtisch ein- und ausschalten. Das Licht davon, genauso wie im Flur. Und hier haben wir noch den Außenbereich, wo wir die ganze Weihnachtsbeleuchtung aktuell ein- und ausschalten können. Genauso wie die Außenbeleuchtung. Ne? Das sind hier quasi diese beiden Bewegungsmelder. Einmal in der Garage und einmal hier auf der Terrasse. Da kann ich das Ganze ein- und ausschalten. Genauso wie ich jetzt hier vor dem Haus zum Beispiel das Licht. Also das sind hier quasi einfach die Girlande, die vor dem Haus hängt. Dann hier die. Diese kann ich ausschalten, die sind zusammengeschaltet. Das sind quasi die beiden Netze vor dem Haus. Und dann habe ich hier hinten natürlich den Weihnachtsbaum aktuell hier an der Seite stehen. Im Sommer ist das die Steckdose vom Brunnen. Und dann habe ich hier die ganzen, die ganze Reihe an Girlanden, die da quasi hängen. Und wie ihr vielleicht auch schon auf jeder Karte jetzt gesehen habt, sind hier unten die Bilder immer gleich, weil ich hier nämlich einfach auf die Außenkameras drauf zugreifen kann. In meinem Fall sind das hier Highcams, Link in der Beschreibung. Und das dauert hier immer ein bisschen, weil ich den schlechten Stream extra genommen habe, damit, weil das meiner Meinung nach vollkommen ausreicht. Und jetzt, sobald die Lichter auch ausgehen, jetzt sind sie aus, wechselt er in den Nachtmodus. Und dann können wir auch trotzdem in der Nacht hier alles natürlich sehen. Tagsüber haben die auch ein richtig gutes Bild, also die haben auch richtig HD-Bild. Zeige ich euch jetzt noch später. Ihr könnt auch den ONVIF 1-Stream zum Beispiel nehmen. Dann habt ihr da eine bessere Qualität. Jetzt zeige ich euch hier nochmal die zweite Kamera kurz. Da könnt ihr sogar mich hier hinten sehen, wenn ich mich hier so ein bisschen bewege. Im zweiten Fenster solltet ihr das sehen, ein bisschen. Ne? Und da bin ich gerade am Aufnehmen, und hier seht ihr auch, dass die Girlanden da an sind und dass es gerade schneit draußen, und da freue ich mich morgen, dass es wieder Schnee gibt. Jo, dritte Kamera könnte ich euch jetzt auch noch zeigen, aber es wird dann irgendwann auch langweilig. Weiter
geht's im Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und ne, macht das alles ganz gut. Viel Spaß. Jo, hier ganz kurz noch ein Link. Ich habe das hier nämlich gesehen, das hat hier der Schotte schon gepostet. Und zwar hier zum Room Sketcher. Da könnt ihr euch, hier müsst ihr euch einen Account registrieren, glaube ich. Und dann könnt ihr hier Planer starten und könnt jetzt hier einen Gratis-Entwurf, müsst euch hier einmal registrieren. Und dann könnt ihr hier solche, ja, wie das jetzt hier der Schotte schon gemacht hat, solche Sketches von eurer Wohnung erstellen. Das wird wahrscheinlich hier das Wohnzimmer sein, das wird das Schlafzimmer sein, so wie das jetzt hier aussieht. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal eine nette Geste hier auf jeden Fall. Hier kann man 5 Pläne wohl erstellen, wie er das jetzt beschrieben hat. Ich habe es selbst noch nicht probiert, aber Link trotzdem mal in der Beschreibung, dann könnt ihr das Ganze hier mal ausprobieren. Er schreibt jetzt hier auch für Leute ohne Robosauger. Und ja, darauf werde ich jetzt auch zu sprechen kommen, weil der Xiaomi Vacuum Cleaner, ja, ich mache euch mal ein Bild auf, der Xiaomi Vacuum Cleaner, wenn ihr die App verwendet, ganz normal auf dem Handy von dem Xiaomi Vacuum Cleaner, dann habt ihr die Möglichkeit, einfach den in eurer gesamten Wohnung einmal saugen zu lassen, also quasi die gesamte Wohnung einmal sauber machen zu lassen, in jedem Raum. Ja, das heißt, der kann auch natürlich in den Flur fahren und alle Räume abtasten. Und wenn wir jetzt hier natürlich uns das Ganze angucken, dass wir hier, ich zeige euch das mal hier ganz kurz, wir haben hier hinten, das ist mein Billardzimmer, dann haben wir hier das Gästezimmer, Schlafzimmer, hier ist der ganze Flur, hier ist das Badezimmer, relativ klein, hier ist das gesamte Wohnzimmer und hier haben wir die Küche. Ja, das heißt, hier ist alle Räume genau in den Proportionen so abgefahren und abgetastet durch den Laser, der auf dem Xiaomi Vacuum Cleaner drauf ist, so abgefahren, dass wir hier wirklich alles genau drauf haben, wie wir es brauchen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfach abmessen und irgendwie, was weiß ich, einen Plan euch zeichnen auf einem Stück Papier, euch das einscannen, was weiß ich, dass ihr das maßstabsgetreu habt, oder ihr macht in Paint irgendwas oder ihr macht in Photoshop irgendwas, je nachdem in welchem Grafikprogramm ihr damit am besten seid. Ich nutze hier jetzt in meinem Fall wirklich die Grundlage von diesem von diesem Aufbau, um mir das Ganze dreidimensionell nachzubauen. Ne? Dafür gehe ich jetzt einfach einmal her und mache mir jetzt hier meine Cinema 4D auf, weil das ist das, womit ich quasi hier anfange und womit ich halt auch hier gerne arbeite, dieses Programm Cinema 4D. Ist eigentlich ein kostenpflichtiges Programm, ihr könnt euch aber, glaube ich, eine Testversion runterladen und das sollte, denke ich mal, ausreichen, um hier das Ganze so machen zu können. So, genau, dann haben wir hier die Möglichkeit, ich zeige das nur mal so ganz kurz, wie ich das jetzt hier quasi mache. Wir das dann jetzt hier komplett abgeschlossen haben und auch geschaut haben, dass alles so von der Farbe her passt, dann müssen wir hier natürlich einmal sagen, aktuelles Bild wollen wir ausrendern und wählen jetzt hier unter Speichern natürlich aus, wo das Ganze hin soll. Ne? In dem Fall auf den Desktop und wir nennen es einfach Wohnung Grundriss 3D. This. Huh?
Ja, so ist ein ganz guter Name. Das speichern wir dann einmal auf dem Desktop. Also wählen hier auf Speichern aus, schließen das hier noch einmal und klicken dann hier in der Mitte drauf. Ja. Dadurch wird das Ganze jetzt einmal komplett fertig rausgerendert, eben in der Auflösung, wie wir es jetzt gerade wollten. Ne? Das haben wir jetzt einmal rausgerendert. Und genau. So, dann haben wir das schon mal. Hier haben wir jetzt das Bild. Ne, wenn wir das jetzt öffnen, sieht das schon mal ganz cool aus und sehr professionell meiner Meinung nach. Allerdings, was wir jetzt noch hier raus haben möchten, hier oben steht 18.50 Uhr, Mi Robot. Hier ist noch das eine oder andere, was hier ein bisschen übersteht, was nicht ganz so cool aussieht. Das wollen wir natürlich jetzt hier entfernen. Dafür habe ich mir hier schon mal was vorbereitet, wo wir jetzt einfach das Bild hier drin öffnen werden. Bumm. Einmal platzieren. Und dann wollen wir hier doch mal schauen. So. Ich würde mal sagen, so sieht das hier auf jeden Fall schon ganz gut aus. Das können wir jetzt hier einmal speichern. Und nennen es hier jetzt einmal wieder Wohnung 3D Grundriss Wiss und packen das einmal hier so auf den Schreibtisch. Bumm. Und dann speichern wir das Ganze nochmal als JPEG-Datei ab. Ja, aber natürlich hier ohne das. So, jetzt haben wir das einmal nochmal abgespeichert und jetzt haben wir natürlich das Ganze hier in der richtig professionellen Umgebung. Das heißt, wenn wir das jetzt hier mal vergleichen mit dem davor, ich schaue gerade mal, wo habe ich das davor? Ne, hier haben wir einmal das davor, vorher, nachher. Ne, hier haben wir quasi einen kompletten blauen, fein säuberlich ausgeschnittenen Ding und hier halt eben nicht. Ne? So sieht das doch eigentlich ganz super aus. Und ja, hiermit können wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Genau, da gehen wir nämlich jetzt einmal in unseren IO-Broker rein. Weil jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt ist nämlich hier an der Stelle das richtige, wichtige erstmal dran. Und zwar schauen wir jetzt hier, dass wir einfach einmal hier über die Katze hier Wiss. Ja, beziehungsweise wir geben einfach nur V ein und dann hier auf Wiss und dann klicken wir einmal auf Installieren. Dadurch holen wir uns die neueste Version von Wiss. Das ist nämlich das, was wir hier auf jeden Fall brauchen. Ich will jetzt hier in der Zwischenzeit schon mal das Ganze hier, kann ich hier auch nochmal speichern. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, das ruhig nochmal speichern. Und dann kann ich das hier auch wieder schließen. Das auch nochmal speichern. Weil das brauchen wir jetzt hier in der Zwischenzeit nicht mehr, den Cinema 4D. Das können wir hier alles schließen. Schließen. Photoshop brauchen wir auch nicht mehr. Schließen. Genau. Und dann wollen wir hier erstmal den Wiss-Adapter installieren. Genau, den Wiss-Adapter haben wir jetzt einmal aktualisiert. Dann haben wir hier natürlich noch verschiedene andere. Wir können jetzt hier nochmal Wiss Color Pitcher, Wiss Bars, die Wiss Bars, die würde ich auch nochmal installieren, das macht vielleicht auch nochmal Sinn, zeige ich euch dann gleich warum. So, das haben wir jetzt auch noch installiert, dann schauen wir hier nochmal, was haben wir hier noch drin, Wiss Canvas, Fancy Switches, Google Fonts, ja, Fancy Switches klingt auch noch ganz gut. Ja, Fancy Switches machen wir auch nochmal drauf.
Das sind nämlich verschiedene, also wenn ich mich, soweit wie ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, haben wir dann verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Widgets und verschiedene Icons in unserer Wiss-Visualisierung zu nutzen. Ich installiere mir hier lieber mehr als weniger, sage ich ganz ehrlich, weil ich meine, klar, man kann immer noch nachinstallieren, aber dann hat man zum Beispiel schon alle seine Buttons gesetzt und gemacht und getan. Und am Ende gefällt es einem dann nicht und man findet neue Buttons und dann kann man alles nochmal neu ersetzen. Und so installiere ich mir das lieber, dann habe ich das gesamte Repertoire an Buttons, Widgets, Icons, die ich nutzen kann und machen kann. Und dann mache ich es direkt so, wie es mir halt gefällt und brauche dann nicht irgendwie großartig nochmal hinterher rumzubasteln und was zu ändern. Was ich auch noch sagen muss, ich habe ja hier und da schon mal den ein oder anderen Screenshot von meiner Visualisierung gepostet, die ich komplett gelöscht habe, einfach nur, damit ich das Video hier neu machen kann. Und da muss ich halt noch dazu sagen, habe ich mir mittlerweile, finde ich es eigentlich sogar gar nicht mal so schlimm, dass ich es gelöscht habe, weil ich mir jetzt gedacht habe, ich habe nämlich ein neues Widget gefunden, man kann Tabs erstellen. Also sprich, dass man nicht nur eine Visualisierung hat, sondern zum Beispiel einmal Gesamt, ja, dann hat man Wohnzimmer, beziehungsweise einmal Wohnung, dann Wohnzimmer, dann Küche, Bad, was weiß ich, ne, verschiedene Räume, so, das haben wir jetzt auch noch einmal drauf geknallt, so, und dann schauen wir, was haben wir hier noch, Google Fonts, ne, die Schriften sind mir eigentlich egal, History, brauche ich auch nicht unbedingt, das brauche ich nicht, Just Gauge, keine Ahnung, Keyboard, brauche ich auch nicht, iCars, weiß nicht, was das ist, Map, Metro sind dieses spezielle Dings da, dass es quasi aussieht wie so ein Windows-Ding. Kann man machen, will ich jetzt eigentlich nicht. Players, Plump, Graph, Time and Weather, das ist auf jeden Fall ganz gut. Time and Weather ist es auf jeden Fall etwas, was wir installieren möchten. Da müssen wir einfach mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Time and Weather richtig war oder nur das Weather. Ich installiere jetzt einfach mal beide und wir schauen hinterher im Video, beziehungsweise in der Wiss-Visualisierung selbst, welches wir jetzt dann da verwenden. Genau, jetzt haben wir das hier auch noch installiert und dann schauen wir hier noch, dass wir das Weather auch noch installieren einmal, weil ich weiß es halt nicht, ob es jetzt das With Time and Weather oder das With Weather war, was ich da verwendet hatte. Da müssen wir einfach mal schauen, ne? Ob wir das überhaupt verwenden. Ja, vielleicht mache ich mittlerweile auch beim nächsten Mal vielleicht nur noch die Uhrzeit mit rein. Wobei die Uhrzeit, ob die jetzt so wichtig ist. Oder vielleicht machen wir nur das Wetter. Ich gucke gleich mal, wie ich das einfach aufbaue. Man sollte sich da eigentlich vorher so ein bisschen Gedanken drum machen, aber ich mache das einfach immer so, während ich das Ganze mache, gucke ich einfach, gefällt mir das so, gefällt mir das so nicht. Und da kann man das ja dann einfach sich so entscheiden, wie man das gerade halt eben möchte. Vielleicht mache ich es auch nur bei dem ersten Screen mit dabei, nur das quasi bei der Wohnung, dass man da an der Seite noch irgendwie die Wetteranzeige mit dabei hat und die Uhrzeit vielleicht. Da kann man ja schauen, wie man möchte. Ich habe jetzt hier auch, ich weiß nicht, ob ihr seht das jetzt hier auch schon, ich habe jetzt hier das iPad mir auch schon mal vorbereitet, weil hier drauf wollen wir das Ganze gleich nämlich umsetzen. Und dass ihr da auf jeden Fall schon mal dann sehen könnt, wie das dann halt auch letzten Endes aussieht, ne? So, das haben wir jetzt auch hier installiert. Dann, jetzt können wir wirklich, was heißt installiert? Wir haben es jetzt alles geupdatet. So, jetzt können wir daran gehen, das Ganze zu installieren. Das machen wir jetzt auch einfach mal nacheinander weg. Ne? Alles, was wir jetzt hier quasi geupdatet haben, einfach einmal zu installieren. Natürlich das wichtigste I.O. Broker Visualisierung. Ne? 1.0.4 ist empfohlen, 1.0.5 installieren wir jetzt. So, den Wiss-Adapter haben wir jetzt einmal hier schon mal installiert. Hier kann man natürlich auch noch schön hinzufügen, welcher Port und ne, soll hier von allen IPs soll's erlaubt werden. Port ist hier ganz normal 8082. Authentifizierung brauchen wir jetzt hier in dem Fall einfach nicht. Könnt ihr natürlich machen, ne? Könnt ihr eine Authentifikation mit dazu packen und das Ganze hier auch noch verschlüsseln oder hier mit welchem Anwender und so weiter und so fort. Wir lassen das einfach alles genauso, wie es ist
Und jetzt können wir hier bei den Adaptern einfach noch gucken, welche Widgets und so weiter wir installieren möchten. Schaut einfach hier, was euch gefällt. Und ja, wir installieren jetzt aber einfach nur mal die Widgets, die wir jetzt hier haben möchten und brauchen. Und das mache ich jetzt kurz im Schnelldurchlauf. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall mal hier alle Widgets installiert haben, die wir möchten. Jetzt laden wir die Seite einfach einmal komplett neu. Einfach nur mal hier, um zu wirklich auch sicherzustellen, dass hier auch alles fertig drauf ist. Und wenn wir dann auf Instanzen gehen, hier ein bisschen weiter runter, hier sehen wir alle Sachen, die wir jetzt hier auf jeden Fall installiert haben. Was wir jetzt sonst noch hier für Möglichkeiten haben, hier Viz, HQ, Widgets und so weiter. Wenn wir jetzt hier mal reingehen, dann sehen wir direkt, dass er hier den Viz-Editor öffnet. Ja, und uns jetzt hier dann direkt zu diesem einen Widget bringt. Wir wollen aber natürlich hier ganz normal den Viz, die Viz-Visualisierung öffnen. Ne? Und ja, da sind wir jetzt hier auch an der Stelle schon. Das ist jetzt hier unser Demo-View. Das Demo-View, das brauchen wir nicht. Neues, neuen View, neuer Name. Wir nennen das Ganze einmal, wie nennen wir es? Wir nennen das erste vielleicht einfach mal Tabs. Das macht am meisten Sinn. Fangen wir einfach jetzt hier bei Tabs an. Gehen jetzt hier auf Tools und können jetzt hier die Auflösung, entweder könnten wir jetzt hier direkt iPad Landscape Mode auswählen und dann können wir hier mit einem Gitter, das können wir hier mit Raster zum Beispiel setzen und würde uns jetzt hier die Fläche angezeigt werden, die wir jetzt hier, ich mache das mal eben kurz groß, würde uns jetzt hier die Fläche angezeigt werden, die wir jetzt hier in dem Fall nutzen könnten für das iPad. Sollte jetzt hier in der Regel auch die Fläche vom iPad sein. Wir testen das einfach mal, indem wir jetzt hier auch hier haben wir auch noch die Windows und die Doors. Also das ist auf jeden Fall richtig cool, was wir jetzt hier alles an Möglichkeiten haben. Aber wir suchen jetzt hier die Tab. Hier haben wir die Slider. Slider-Tabs. Sind das die gleichen? Ich glaube schon, ne? Ich nehme einfach hier mal die Slider-Tabs. So. Fangen wir ganz oben an, das hier hinzusetzen. Und jetzt ziehen wir das Ganze über die gesamte Fläche. Ups, ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen verschoben hier oben. Ups. Ja, ich habe es hier ein bisschen verschoben. So. So. Jetzt sollte das jetzt so schon theoretisch passen. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal ganz kurz auf dem iPad. Wir starten hier kurz die Aufnahme. Und ihr habt es jetzt hier schon vielleicht noch nicht gesehen, aber hier 192, 168, 178, 21, also die IP-Adresse eures IO-Brokers mit hier 8082 dann am Ende. Dann kommt ihr quasi auf dieses Menü, was ihr jetzt seht, könnt hier einmal direkt in den Viz-Editor reingehen und könnt hier auch auf die Viz-Visualisierung dann quasi klicken, also das erste klicken und dann kommt ihr hier direkt auf den Demo-View. Da wollen wir jetzt natürlich nicht drauf, sondern wir wollen ja hier oben auf die Tabs drauf. Das heißt, wir geben jetzt hier einfach mal T-A-B-S hier hinter ein anstatt Demo-View. Und dann sehen wir hier auch schon, dass das nicht die richtigen Maße sind. Ja? Weil hier einfach
ja, das einfach zu klein ist, ne? Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Deswegen hier an der Stelle einfach zum Vista-Adapter mal zurückgegangen und dann könnt ihr hier nämlich, wenn ihr hier oben einfach auf nicht definiert klickt, beziehungsweise vom Benutzer, vom Anwender definiert, könnt ihr hier eure eigenen Maße eingeben. Ich mache jetzt hier mal 1024 mal 748. Ich meine, das waren die richtigen Maße, die ich jetzt hier für mich getestet hatte, die gut waren. Schauen wir einfach mal. Die drei Tabs müssen wir natürlich auch nochmal hier benennen. Machen wir hier einfach mal Wohn, beziehungsweise einmal Wohnung. Dann machen wir Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, beziehungsweise andersrum. Ich würde es andersrum machen. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Küche. Ah, verdammt. Wir haben ja mehr. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Billardzimmer und Küche. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Billardzimmer. Oh, gut, dann machen wir hier 5 Stück. Haben wir einmal Wohnung, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Billardzimmer. Oh, beziehungsweise wir machen 6. Machen wir nämlich noch den Garten dazu. So. Und dann müssen wir das hier natürlich mit den verschiedenen Tabs verbinden. Dafür mache ich jetzt einfach mal hier schon mal noch ein paar weitere Tabs unter View. Machen wir einmal nochmal Wohnung hier hinzu. Dann machen wir Wohnzimmer hinzu. Dann machen wir Schlafzimmer hinzu. Küche. Billardzimmer. Garten. So. Genau. Weil dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal alle wichtigen da. Die müssen wir jetzt hier nur miteinander verlinken. Das heißt, wir wählen jetzt hier bei Tab 1, ist ja Wohnung. Wählen wir hier auch dann die Wohnung aus. Tab 2 ist bei uns Wohnzimmer. Wählen wir hier das Wohnzimmer aus. Tab 3 ist bei uns das Schlafzimmer. Also wählen wir das Schlafzimmer aus. Tab 4 ist die Küche. Wählen wir die Küche aus. Tab 5 ist das Billardzimmer. Also wählen wir das Billardzimmer aus. Und Tab 6 ist der Garten. Wählen wir den Garten aus. Ne, dann haben wir das jetzt hier schon mal alles so miteinander verknüpft. Ich hoffe, dass das jetzt hier nur ein Anzeigebug im Wiz ist, dass es quasi auf dem iPad jetzt richtig, ja, genau so wollen wir das haben. Wir machen jetzt hier am besten einfach mal einen auf dem Desktop hier so eine Verknüpfung, damit ihr das hier seht. Einfach zum Home-Bildschirm hinzufügen und dann nennen wir das Ganze hier nicht Wiz, sondern wir nennen das einfach Smart Home. Einfach nur Smart Home, das klingt cool. So, hinzufügen. Weil dann haben wir nämlich hier oben das ganze Ding nämlich auch weg. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier auf Smart Home, können das Ganze uns öffnen und dann haben wir wirklich nur auf dem Display, was wir jetzt hier auch sehen. Und da sehen wir, da könnten wir auch noch ein bisschen größer. Also war ich vielleicht mit meinen 730 doch gar nicht so falsch. Mal schauen. Das müssen wir natürlich hier immer wieder schließen und wieder neu öffnen. Ja. Hier können wir auf jeden Fall einen Pixel noch dranhängen und 730, 700, dann haben wir 748. Dann haben wir wirklich genau die gesamte Bildschirmgröße, die wir hier oben auch eingestellt haben. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. So sieht das richtig aus. So sieht das, genau, so muss das. Jetzt können wir hier auf Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Billardzimmer, Garten, können wir überall draufklicken. Das funktioniert jetzt soweit schon mal. Zur Veranschaulichung würde ich jetzt hier einfach mal sagen, wir machen jetzt hier zum Beispiel beim Billardzimmer,
machen wir mal Hintergrund rot auswählen. Beim Garten machen wir mal den Hintergrund grün. So, dann auswählen. Dann machen wir die Küche, machen wir so ein schönes Blau, dachte ich mir, so ein türkismäßig irgendwas, genau. Und dann machen wir das Schlafzimmer in einem schönen dunklen Ton, so ein, hier sowas erstmal. Die Wohnung insgesamt machen wir blau, so ein schönes Blau, wie quasi auch der Hintergrund von dem Bild, was wir gemacht haben. So ungefähr jedenfalls. So war das ja, ein bisschen dunkler vielleicht. Und das Wohnzimmer an sich, das machen wir. Wir machen es jetzt einfach mal pink. So, jetzt haben wir einfach verschiedene Farben dafür. Können das Ganze jetzt natürlich hier nochmal neu laden. Und dann sollte das Ganze jetzt auch farblich natürlich so passen, dass wir das haben. Genau, die Wohnung ist hier in so einem Blau gehalten. Dann haben wir hier Wohnzimmer, ist schön pink. Schlafzimmer, so ein Braun. Küche, so ein Cyanfarben. Billardzimmer, Rot. Garten, Grün. Das heißt, wir sehen, wir können jetzt hier über das schon mal auf alle Fenster zugreifen. Jetzt müssen wir quasi diese Fenster nur noch mit Leben befüllen. Und da würde ich sagen, fangen wir hier mit der Wohnung einfach einmal an. So, jetzt starten wir einfach mit der Wohnung. Und da würde ich jetzt hier einfach sagen, machen wir jetzt hier auch einfach schon mal unser Raster hin. Dafür gehen wir hier wieder auf die Widgets drauf. Beziehungsweise auf die Views drauf. Gehen hier unter Wohnung. Und genau, unter Tools, und dann machen wir jetzt hier das Raster mit dabei. Und zwar natürlich nicht auf die gesamte Fläche, sondern soll das Ganze hier auch wieder benutzerdefiniert sein. Und wir machen jetzt hier die Größe 1024 mal 748, wie wir es quasi auch bei dem anderen eingestellt hatten. Jetzt ist nur die Frage, weil das ist jetzt die gesamte Fläche, die wir jetzt hier haben. Es ist mir nur die Frage, wenn wir das Ganze jetzt, wenn wir jetzt hier was einfach was füllen, ja, das packe ich jetzt einfach mal jetzt hier das Bild drauf. Wo haben wir es? Image. Ganz einfaches Image. Fangen wir oben an. Ups, oben an hier bei den Punkten. Und ziehen uns das jetzt hier schon mal größer. Beziehungsweise wir wissen ja eigentlich schon, welche Größe das haben soll. Das war, ich glaube, 800 breit und 600 hoch. Jetzt müssen wir einmal das Bild auswählen. Dafür gehen wir einfach auf Setup, Dateimanager war es, glaube ich, oder hier Projekt Import Export, und ich glaube Dateimanager war es tatsächlich, genau. Und dann könnt ihr jetzt hier einfach auf Upload klicken. Hier klickt ihr auf Upload. Beziehungsweise hier soll man die Bilder einfach reinziehen. Man kann aber auch hier einfach auf Upload klicken und dann hier einfach ein Bild auswählen. In meinem Fall nehmen wir jetzt hier vom Schreibtisch das Wohnung, Grundriss, WIS 3, bla bla bla, JPEG. Und dann klicken wir hier auf Upload. Jetzt haben wir einmal das Bild hier hochgeladen. Dann können wir hier auf Schließen klicken. Hier haben wir es jetzt drin. Und dann kann ich jetzt hier einfach das wieder schließen und kann jetzt hier sagen, wenn ich jetzt auf das Image draufklicke, haben wir jetzt hier das ausgewählt, welche Größe das haben soll, und können jetzt natürlich auch auswählen, welches Bild hier hinterlegt sein soll. Ah, hier oben. Ich muss nur hochscrollen. Hier oben bei dem Quelle, da fügt ihr jetzt einfach das Bild ein. Zack. Und es wird natürlich hier direkt hingelegt. 715, also das ist auf jeden Fall so ganz gut, denke ich mal. Und jetzt zeige ich euch, warum ich das so machen möchte. Jetzt mache ich mir hier eine neue Datei. Und diese neue Datei, da packe ich mir jetzt hier die Größe 1023 mal 715. Pixel
Auflösung, packen wir ruhig auf 300 Pixel und dann einfach einmal OK. Jetzt haben wir nämlich genau die Auflösung, die wir jetzt quasi hier immer unter den Tabs haben und können uns das jetzt hier so richtig schön schon mal zusammenbasteln, wie wir das Ganze haben möchten. Auf dem ersten soll da die Wohnung ganz groß sein und sonst nichts anderes. Ich überlege gerade, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nämlich noch die Kameras unten drunter packen. Genau. Ja, dafür würde ich dann einfach sagen, gucken wir, dass wir uns das Bild einmal hier reinladen, platzieren und packen uns hier die Visualisierung schon mal mit drauf. Allerdings deutlich kleiner. Ja. So ungefähr würde ich sagen. Packen sie uns ganz in die Ecke. Ja, bisschen, kann es noch größer? Nee, ich lasse es erstmal so. Und dann können wir uns hier auch natürlich Auswahl, Ansicht uns das Lineal mit dazu packen. Und können jetzt hier gucken, okay, hier haben wir 0 cm, hier haben wir 6,48 cm und 6,48 cm geteilt durch 3. Können wir uns ganz kurz hier ausrechnen. Haben wir hier den Rechner, wo ist er? Da. 6,48 geteilt durch 3 ist gleich 2,16. Also 2,16. Bei 2,16 das erste machen, zoomen wir hier ein bisschen rein, dass wir das auch ganz genau machen können. 2,16, bumm. Und jetzt müssen wir hier nochmal, Taschenrechner, bitte, Taschenrechner, kommst du bitte nochmal? Ach, da unten haben wir 2,16 plus 2,16 sind wir bei 4,32. Na? 4,32 will er jetzt natürlich nicht so genau machen. Müssen wir nochmal reinzoomen. 4,32. Jetzt haben wir es. Genau 4,32. Jetzt habe ich das hier nochmal genau unterteilt, dass wir hier unten drei Möglichkeiten haben, nämlich noch was hinzusetzen. Da kommen unsere drei Kameras noch hin. Für die drei Kameras muss ich aber gerade nochmal drei Screenshots vorbereiten. Das mache ich jetzt mal kurz. So, jetzt habe ich mir hier mal drei Bilder besorgt. Und die packen wir jetzt hier einfach mal rein. Da habe ich die mir in den Download gepackt. Machen wir als erstes, würde ich sagen, hier die Sicht auf die Einfahrt. Das sind jetzt ein paar ältere Bilder, aber das kann man ja jederzeit dann später noch ersetzen. Ne? Ich mache das jetzt hier einfach einmal so, damit man das dann so ungefähr später sehen kann, wie das passen soll. So, jetzt haben wir das nämlich einfach einmal schon mal so gespeichert mit den drei Kameras hier unten drin. Nur als Beispielbilder, die müssen wir natürlich später noch ersetzen, sonst sind sie nicht anklickbar. Aber so schon mal, dass wir wissen, wo das Ganze hinkommen soll. Und jetzt schauen wir, nehmen wir das Ganze hier einfach mal Wohnung JPEG. Können wir ja später jedes Mal dann nochmal umbenennen. Und soll aber natürlich nicht unter Downloads gespeichert werden. Speichern unter Schreibtisch JPEG Wohnung und dann speichern wir das Ganze einmal und schauen, dass wir das jetzt in den Wiss hier reinbekommen.
Und dafür machen wir es einfach folgendermaßen. Wir gehen hier wieder auf Tools, Quatsch, Setup, Dateimanager. Wir wollen hier was hochladen. Upload. Ja, einfach einmal draufklicken, genau. Und dann können wir hier Schreibtisch, Wohnung, JPEG. Öffnen wir einmal. Und jetzt klicken wir auf Upload. Jetzt wird das hochgeladen. Wenn wir einfach wieder auf Schließen klicken. Und dann können wir hier das korrekte Bild auswählen. Und zwar Wohnung einmal auswählen. Und jetzt müssen wir hier natürlich noch die richtige Größe angeben. Und die Größe hatten wir in Photoshop deklariert auf. Achso, das ist ja jetzt hier schon die richtige Größe, glaube ich, oder? Wir gucken trotzdem mal. Bildgröße 1023 auf 715. Schauen wir mal. Ups, hier erstmal okay. 1023 auf 715, genau richtig, so wollten wir das haben. Und jetzt packen wir hier an die Seite einfach nochmal so ein bisschen hier so Wetter und so. Was haben wir hier? Was war das? Control. Achso, das ist hier Control für den Mi Xiaomi Staubsauger. Und dann packen wir einfach nochmal. So, und wenn wir uns das jetzt angucken auf dem iPad, sieht das doch schon mal so ganz gut aus. Also ich packe es nochmal neu, ich starte es nochmal neu, dass ihr jetzt seht, wie das jetzt hier aussieht. In der Visualisierung hat er mir das jetzt irgendwie verschluckt, aber auf dem iPad selber sieht man es jetzt eben schon mal. Wir sehen hier auf der rechten Seite, gut, da steht jetzt hier Karlsruhe oder sonst was, das müssen wir natürlich noch anpassen, müssen hier unsere Wetterdaten eintragen, aber so vom Optischen her passt das jetzt so auf jeden Fall schon mal ganz gut, ne? Wenn ich jetzt hier aufs Wohnzimmer klicke, ist das natürlich weg. Und dann gehe ich hier zurück auf Wohnung und dann sehe ich das hier auf jeden Fall schon mal alles. Da sind die Kameras. So, das ist vom Aufbau so, gefällt mir das schon mal sehr, sehr gut. Ne? Also für einfach nur für Wohnung ist das so auf jeden Fall schon mal top. Müssen wir halt einfach nur schauen, wie wir das dann quasi machen. Also haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal den Aufbau so, wie wir das haben möchten. Und so sieht das auf jeden Fall gut aus. Und dann wollen wir jetzt so auf diese Art und Weise einfach nochmal schauen, dass wir jetzt die Kameras und alles andere hier noch so realisiert bekommen, dass wir das jetzt hier klickbar machen können. So, dann ist natürlich hier noch wichtig, dass wir hier das Widget von dem Wetter hier richtig einstellen. Dafür klicken wir einmal auf das Widget drauf, weil vorher stand hier ja Karlsruhe, das war natürlich falsch. Hier geben wir einfach unseren Ort ein bei Stadt und dann ist es auch schon richtig konfiguriert. Ihr seht das jetzt, wenn ich jetzt hier hochscroll, ich habe jetzt hier mal in meinen Ort Frohnhausen eingegeben und jetzt kriege ich hier auch schon angezeigt Frohnhausen, 3 Grad, wolkig und so weiter und jetzt hier maximal Tagesanzahl 7, ne, weil ich kriege jetzt hier 7 Stück untereinander angezeigt. Das wird jetzt hier ein bisschen anders angezeigt als letzten Endes später auf dem iPad. Ihr seht, hier unten geht das Ganze noch weiß weiter. Im iPad wird das Ganze dann einfach dementsprechend gestreckt. Genau, jetzt wollen wir hier zu den Kameras wechseln. Die haben wir jetzt ja hier schon so ungefähr platziert, wie das quasi dann sein soll. Das sind natürlich aber nur Dummy-Bilder. Das heißt, man kann sie nicht anklicken. Dafür nehmen wir uns jetzt hier einfach mal den Icon-Link, ne, das mit dieser Weltkugel dabei. Und ich habe mir das also eben schon mal ausgerechnet. Das müssen wir hier von der Größe her, beziehungsweise wir machen das erstmal anders. Ich wähle jetzt hier erstmal das Bild aus. Ihr seht, hier habe ich meine 3 Bilder mir reingeholt, die jetzt etwas älter sind, aber ist ja egal. Ne? Einfach wieder auch über diesen Upload dann hier reingepackt, genau wie eben vorher mit diesen 2 Bildern. Und jetzt wählen wir hier das Bild aus. Das ist ja das erste. Und jetzt können wir hier natürlich auch noch eine Länge und Breite eingeben. Machen wir hier die Breite mal 244 und die Höhe machen wir 137. Ne, weil das ist etwa genau die Größe, habe ich mir jetzt hier ungefähr angeguckt, wie das jetzt hier der Fall ist. Jetzt gucke ich mal, kann ich hier reinzoomen? Ne, kann ich natürlich nicht. Aber ich kann das jetzt hier mit den Pfeiltasten so verschieben, dass wir hier auf jeden Fall richtig sind. Ja. So kommen wir auf jeden Fall hin. Und dann packen wir hier natürlich in den Link rein. In meinem Fall
Ich zeige euch das. Ich scroll mal hier zum Anfang. RTSP 192, also dann hier die IP-Adresse der Kamera. Und dann natürlich hier der Port. Und dann ONVIF 2 in meinem Fall. Ich könnte auch ONVIF 1 nehmen, weil ich habe ja, wie gesagt, bei mir die HiCam. Link zur HiCam natürlich auch unten in der Videobeschreibung, falls ihr genau die gleichen Kameras benutzen wollt, die ich jetzt hier für das Video verwende. Weil so funktioniert das Ganze auf jeden Fall gut. Und die hat auch noch sämtliche Features, diese Kamera, weil man kann einmal bei Bewegung das Ganze aufnehmen lassen, für 1 bis 3 Minuten, glaube ich. Und wenn innerhalb dieser Zeit noch weitere Bewegungen stattfindet, wird natürlich die Aufnahme dementsprechend länger gemacht, ja. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, sich dann auch Warnnachrichten, das heißt, sobald irgendwie ein Alarm gesendet wird, dass man eine Push-Notification aufs Handy bekommt und. Also wirklich sämtliche Sachen kann man dort machen. Man kann sie sowohl per Wi-Fi in sein Netz einbinden, als auch per LAN-Kabel direkt in sein Netz einbinden, wie man das halt eben möchte. Und ich habe jetzt in meinem Fall 2 verschiedene. Ich habe eine Drehkamera hier eingebaut und und 2 feste Kameras. Die Drehkamera ist eigentlich nur für den Innenbereich gedacht, aber ich habe sie unterm Dach montiert draußen und die läuft nach wie vor ohne Probleme, jetzt seit 2 Jahren schon. Und ja, die gibt halt nicht den Geist auf. Man kriegt natürlich immer Datumsanzeige, man hat eine Alarmanzeige. Es gibt halt wirklich vieles, was man damit machen kann, und das ist halt echt, echt mega cool. Jetzt machen wir aber hier erstmal weiter. Genau, hier könnt ihr das nämlich über dieses ONVIF 2 einbinden. ONVIF 1 wäre jetzt dementsprechend halt einfach nur bessere Qualität. Ja, aber zu Überwachungszwecken reicht mir die schlechtere Qualität. Ich will die gute Qualität eigentlich nur haben, wenn ich dann selbst in der App mir das Ganze anschaue. Hier reicht mir einfach so die Standardqualität. Hauptsache, ich kann sehen, was da gerade vor sich geht. Jo, dann würde ich sagen, kopieren wir uns dieses Widget hier einmal. So. Packen das hier weiter nach rechts. Na komm, machen wir es erstmal so, dann kommen wir da schneller hin. Ja, so sollte das ungefähr richtig sitzen. Und dann kopieren wir uns das Ganze nochmal, dass wir es dann hier haben. Ihr seht, da kommt dann auch so eine rote Linie. Diese rote Linie sagt, glaube ich, dass wir hier entweder in demselben dann sind. So, und jetzt wählen wir hier natürlich... ja, jetzt haben wir das zweite natürlich blöd gemacht, ist egal. Aber ist egal, machen wir einfach nochmal einen Schritt zurück. So, genau, kommen wir einfach nochmal zu dem hier zurück und wählen jetzt hier natürlich erstmal das andere Bild aus. Und zwar dieses hier von der Terrasse aus. Sollte sich jetzt direkt ändern, genau. Und jetzt können wir hier noch sagen... Jetzt können wir hier noch sagen, dass wir hier den anderen Stream haben wollen, weil das ist ja hier eine andere IP-Adresse, und zwar ist das hier die 174, die auf die Terrasse zeigt. Glaube ich jedenfalls. Oder war es genau umgekehrt? Ich gucke einfach mal kurz. Dachte ich mir. Also es war genau umgekehrt. Also hier haben wir nicht die 113, sondern hier haben wir die 174. Und hier haben wir die 113. So, und jetzt kopieren wir das hier nochmal. Und sagen hier natürlich jetzt, wir wollen dieses Bild noch hier haben. Und diesmal hier mit der IP-Adresse 147. So, jetzt haben wir das hier natürlich. Und
Genau, so wollen wir das jetzt auch. Das heißt, jetzt haben wir es so. Jetzt gucke ich, dass ich hier euch die Aufnahme nochmal starte für den Display. So, jetzt übertrage ich euch das hier nochmal vom Bildschirm. Also jetzt öffnen wir das Ganze hier nochmal. Und sehen jetzt hier natürlich unseren Screen ganz schön. Ne? Sprich, wenn ich jetzt hier oben auf Wohnzimmer gehe, ist alles schön weg. Und wenn ich auf Wohnung gehe, sehe ich diese ganze Anzeige. Sieht auch so eigentlich ganz gut schon mal aus. Man sieht jetzt hier Frohnhausen. Wir sehen jetzt hier unten die drei Kameras. Da werde ich natürlich aus dem Hintergrundbild die drei Bilder nochmal entfernen, dass sich das da nicht so ekelhaft überlappt an manchen Stellen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die Einfahrt draufklicke, öffnet sich hier mein VLC-Player und öffnet hier direkt den Stream. In meinem Fall sieht man jetzt hier von meinem von meinen Küchenaufbauern hier die das Mobil, und es schneit auch draußen. Genau, dann gehen wir hier einmal zurück und sind dann hier wieder in der Ansicht und können jetzt hier natürlich auch die Einfahrt auswählen, also die Terrasse auswählen, und sehen jetzt hier einmal, dass da die Weihnachtsbeleuchtung an ist, und im Hintergrund bei meiner Außenküche sieht man schön ganz viel Müll davor und wie einer meiner Arbeiter gerade etwas eine Zigarette raucht. Und ja, der Müll kommt natürlich noch weg, das ist, weil meine Küche halt gerade aufgebaut wird, und ich glaube, man sieht sogar mich hier im Wohnzimmer. Ich versuche mal ein bisschen, ja, man sieht mich sogar hier winken. Wenn ihr im Hintergrund schaut, da winke ich auch gerade. Es ist natürlich sehr hell leider hier, deswegen sieht man es nicht so ganz, aber auf jeden Fall cool. Man sieht mich da bewegen, wie ich gerade hier aufnehme. Und gehen wir hier nochmal zurück. Und jetzt können wir natürlich auch uns auf die Kamera schalten, die vor dem Haus ist. Die ist jetzt natürlich ein bisschen nach rechts gedreht, soweit ich weiß. So, Vorführeffekt. Vielleicht habe ich hier auch die falsche IP-Adresse ausgewählt. Wir probieren es einfach nochmal. Wenn es jetzt immer noch nicht klappt, dann liegt es definitiv an der falschen IP-Adresse. Oder ich muss es hier einfach nur... Your input can't be opened, falls he is unable to... Oder ich habe hier irgendwas an dem Link falsch gemacht. Das kann natürlich auch sein. Was habe ich denn hier für einen Link? Ah, ich habe, glaube ich, hier nur das Bild geändert. Ich habe hier die IP-Adresse noch gar nicht geändert. Hier sind wir nämlich bei der... Ja, ich habe hier das falsch geändert. Das ist das Problem. 168, 178. Und dann haben wir hier am Ende 147. So ist es nämlich richtig. So, und jetzt, wenn ich es natürlich jetzt nochmal neu öffne, jetzt funktioniert es auch. Ich hatte das gerade falsch. Jetzt gehen wir einfach einmal nochmal hier drauf. Das letzte. Jetzt sollte die IP-Adresse stimmen. Und jetzt sehen wir es auch, dass es hier offen ist und zeigt uns hier die Straße an. Ne? Das will ich jetzt auch nochmal ein bisschen drehen, das Kamerabild. Das mache ich jetzt hier mit der richtigen App, weil drehen, das könnt ihr über diese I/O-Broker-Visualisierung nicht machen. Gibt vielleicht irgendwie eine andere Möglichkeit, wie das bestimmt machbar ist. Ich weiß jetzt nur leider keine, aber ich kann das jetzt hier über meine App einfach ja mal machen. Ich bewege jetzt die Kamera hier weiter nach rechts, Stück für Stück. So. Und zeige mir jetzt hier eben die Einfahrt an. Ihr seht, das ist auch Nachtsicht. Also wir haben jetzt ja gerade relativ spät, sag ich mal, für Wintermonate schon. Und genau, jetzt kann ich mir jetzt hier einfach meine, mein Eingang einzeigen lassen, meinen Eingangsbereich. Und kann mich das hier auch komplett bewegen. Wie gesagt, die ist jetzt schon knapp 2 Jahre draußen, diese Kamera, und funktioniert immer noch tadellos. Und ja. Das können wir hier auf jeden Fall alles schön uns angucken. So, genau, jetzt habe ich die Aufnahme gerade nochmal neu gestartet, weil wir haben jetzt quasi hier das mit den Kameras jetzt alles schon fertig. Wir haben die Wetteranzeige hier an der Seite schon fertig. Und jetzt wollen wir natürlich hier die Lichter alle klickbar machen, dass wir quasi einfach auf dem Tablet draufklicken können und das jeweilige Licht geht an und aus. Ich starte hier im Wohnzimmer, weil ich mich auch gerade in diesem Raum hier aufhalte und dadurch euch hier natürlich auch direkt zeigen kann, dass es auch funktioniert. Weil ich denke mal, die anderen Räume werde ich dann einfach off-Kamera machen, weil da eigentlich nichts sonderlich Spektakuläres sonst noch ist. Einfach nur, dann zeige ich euch am Ende, wie das alles dann funktioniert. Ne? Beziehungsweise einen weiteren Raum würde ich euch auch noch zeigen, damit ihr das seht mit den Tabs, dass es halt anständig funktioniert. Und dann, ja, genau, machen wir jetzt erst, beziehungsweise wir machen einmal Wohnung und dann einmal Wohnzimmer als separat einzelnen Raum. Und die restlichen Tabs, die mache ich einfach off-Kamera und zeige euch dann natürlich das fertige Ergebnis.
Genau, fangen wir jetzt also mit dem Wohnzimmer an. Dafür scrollen wir jetzt hier einfach einmal runter. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können entweder hier diese einfache Balt nehmen, das ist eine durchsichtige, auch wenn sie jetzt hier blau ist, oder wir können hier unten die nehmen. Da habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme einfach eigentlich immer diese hier, weil das für mich eigentlich am einfachsten ist. Und die packe ich mir jetzt hier auf das Gerät, in dem Fall jetzt hier auf den Xiaomi-Staubsauger, einfach mal drauf. Na, ich positioniere sie hier mit den Pfeiltasten nochmal ein bisschen. Und dann werde ich jetzt hier natürlich sagen, dass das Ganze verbunden sein soll mit. Hier haben wir den Mi Vacuum. Control. Also das ist die Consumable. Clean Home und dann haben wir hier Start Home. Was ist das hier dahinter alles? Start und Home ist da dahinter. Okay, also Clean und Home, das sollte hier funktionieren, dieser State auf jeden Fall. Können wir ja gerade mal testen. Ich mache das gerade mal hier auf dem Display. Und wenn ich das jetzt hier einfach einmal öffne und dann jetzt hier das Ganze anmache, kommt im Hintergrund Starting the Cleaner. Ihr seht auch, das leuchtet jetzt. Und wenn ich jetzt wieder draufklicke, so, jetzt sagt er direkt erstmal Paused. Dann sagt er normalerweise Going back to the dock. Und jetzt in dem Fall hat er direkt Charging gesagt, weil ich es noch gestoppt habe, bevor er aus der Ladestation raus ist. Aber ihr seht, das funktioniert auf jeden Fall schon mal mit diesem Ding. Ich lasse die Aufnahme jetzt hier im Hintergrund einfach mal weiterlaufen. Genau. Und jetzt gehen wir hier einmal wieder auf den Viz-Editor und packen uns jetzt hier natürlich noch weitere Lampen mit rein. Also einmal hier hinten die Ecklampe wollen wir noch natürlich noch steuern. So. Hier wählen wir dann natürlich dementsprechend auch das Icon der Ecklampe aus. Hier Ecklampe auswählen. Dann sehen wir auch gerade, dass es an, weil die leuchtet ja auch gerade aktuell. Dann können wir hier natürlich in dieser Ecke einfach noch den. Hier ist jetzt aktuell eigentlich der Ventilator. Ich glaube, ich habe es trotzdem sogar hier Ventilator genannt. Ich muss mal hier schauen. Ventilator, ja genau. Aber da hängt aktuell der Weihnachtsbaum dran. Der leuchtet natürlich auch. Dann das Wohnzimmerlicht an sich. Das packe ich einfach hier so mitten in den Raum. Oder packe ich es hier auf den Schreibtisch. Ich packe es hier auf den Schreibtisch drauf. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn, weil etwa hier ist ja auch das Licht. Und da packen wir jetzt natürlich das Wohnzimmerlicht hinzu. Wohnzimmerlicht. Das ist hier unter dem Sonoff. Hier wählen wir den Power State aus. Zack. Das ist natürlich auch gerade an. Genau, ist sonst noch irgendwas? Ach genau, die YouTube-Anzeige vielleicht noch. Die sitzt hier in der Ecke aktuell. Der YouTube Award. YouTube Award, da haben wir ihn. Power. Zack, der ist auch gerade natürlich an, damit ich immer live sehen, wie viele Abonnenten ich gerade habe und wie viele Views. Wir haben übrigens bald die 100.000 Views gepackt. 100.000 Abonnenten, das wäre schön. Ja, und dann haben wir hier auf jeden Fall das Wohnzimmer soweit schon mal fertig, würde ich sagen. Wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Genau, das ist eigentlich schon mal dann so alles fertig. Und genau, jetzt bereite ich nochmal ein Bild vor, wo wir quasi einfach nur das Wohnzimmer haben. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal in Cinema 4D zurück und zoome mir das Wohnzimmer ran, sodass ich nur wirklich das Wohnzimmer nochmal als einzelnen Raum habe. Bereite wieder in Photoshop diese Aufteilung so vor, dass wir das so gestalten können wie jetzt hier in etwa. Nur dass wir dann quasi vielleicht die Wetteranzeige an der Seite weglassen und stattdessen da noch ein paar Buttons hinhauen. Ich glaube, die Kameras, die werde ich vielleicht sogar in jedem Screen mit reinpacken. Muss ich nochmal gucken, wie wir das jetzt machen.
Überlege ich mir jetzt gleich nochmal und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mir das Ganze jetzt hier schon mal nochmal vorbereitet, also genau dasselbe Spiel wie beim ersten Mal. Ihr könnt euch übrigens auch, wenn ihr den Aufbau jetzt hier schon so gut findet und sage ich mal hier das mit den drei Kameras und hier das Bild und so, dass das so bleiben soll, könnt ihr auch einfach, ich habe das jetzt hier von Wohnungen genommen, ne? Dann bin ich einfach hier auf Widgets gegangen und da kann man jetzt hier einfach, sage ich mal, überall, was man haben möchte, sein Häkchen reinmachen. Die Bulbs brauchen wir jetzt hier in dem Fall jetzt eigentlich ja nicht. Die müssen jetzt hier nicht, sage ich mal, gekennzeichnet werden. Und dann können wir hier einfach Widget exportieren, kopieren uns hier den Text einfach einmal komplett. Ich mache jetzt hier mal alles selektieren, dass man das auch wieder alles sieht. Und dann könnt ihr euch den Text einfach kopieren, geht dann hier rein, klickt dann hier Widgets importieren, fügt hier diesen ganzen Text ein, klickt hier importieren und dann ist das Ganze auch jetzt quasi hier schon drin. Dann müsst ihr nur einfach einmal bei dem Hintergrundbild in dem Fall hier hingehen und müsst hier anstatt jetzt in meinem Fall Wohnung, müsst ihr dann hier Wohnzimmer auswählen. Ne? Dann habt ihr das quasi einmal kopiert und habt dann lediglich das eine Bild hier ersetzt. Und genau, jetzt wollen wir hier auch wieder alle Widgets natürlich sehen. So, machen wir das einfach so. Dann sehen wir nämlich auch hier wieder alle Widgets. Was haben wir hier für ein Widget? Was ist das? Ich guck mal ganz kurz. Das ist... Keine Ahnung, was das hier für ein Widget ist. Das ist hier... Vielleicht habe ich das aus Versehen hier reinkopiert, warum auch immer. Ja, ist jetzt halt eben so, ne? Ups. Genau. Ich guck gerade nochmal. Hier sollte auf jeden Fall alles nochmal, alles ganz normal angezeigt werden. Wenn ich jetzt hier auf Wohnzimmer gehe, genau, hier werde ich jetzt, das kriege ich jetzt alles schon mal angezeigt. Jetzt ist halt hier eben nur wichtig, dass wir hier natürlich auch wieder überall, beziehungsweise als erstes mache ich mir mal hier so einen Button hin. Wofür, zeige ich euch später. Den packe ich mir einfach hier mal so an die Seite. Ich ziehe mir den auch schon mal ein bisschen größer. Muss man nochmal gucken, wie groß wir das jetzt gleich machen, aber ungefähr so schon mal, dass wir das ungefähr schon mal hier wissen. So. Und jetzt machen wir hier ganz normal erstmal wieder unsere Lampen. Ganz normal alle Lampen packen wir hier mit dabei. Ja. Ganz normal alle Lampen packen wir hier mit dabei. So, da kommt einmal hier eine Lampe hin. Ich habe mich auch eben umentschieden. Und zwar, ihr habt das vielleicht gesehen, bei Wohnzimmer habe ich jetzt die Lampe hier auf den Dings hingepackt. Ups, hoppala. Ich habe die Lampe hier jetzt, nicht die, die jetzt hier auf die Sitzfläche gepackt, weil das Wohnzimmerlicht ist ja dann doch eigentlich eher hier so relativ zentralisiert in dem Raum und nicht über dem Tisch. Deswegen habe ich das jetzt hier auf die Sitzecke gepackt und deswegen wird das jetzt auch hier so zentralisiert eher sein. Hier auf dem Sitz. Und da werde ich jetzt natürlich auch wieder hinterlegen. Wohnzimmer, Licht, da haben wir es. Wählen hier den Power State wieder aus. Bam, ist natürlich gerade an. Dann haben wir hier einmal die Ecklampe. Gehen wir auch hier genauso drauf. Zack. Wählen jetzt hier natürlich die Ecklampe aus. Ecklampe. Da haben wir sie. So, dann kommt als nächstes die LED. Die habe ich eben übrigens auch vergessen. Die packe ich hier so an die Seite. Wieder mittig. Das habe ich hier beim Wohnzimmer, bei der Wohnung jetzt noch nachgelegt. Nachgebessert, so rum. Genau, wählen wir hier die LED aus. Die leuchtet natürlich auch gerade. Und dann kommt hier natürlich noch der YouTube Award, der hier so ungefähr liegt. Wählen wir natürlich hier auch wieder aus. YouTube Award. Power. Bam. So, dann hier natürlich auf jeden Fall der Robot. Der darf hier nicht fehlen. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Größer, ups. Ich mach das hier einfach mal ein bisschen größer. Weil jetzt, wo wir das hier auch so groß haben, können wir es natürlich auch so groß machen. So. Und wählen jetzt hier natürlich den. Machen wir hier alles wieder weg.
Und wählen hier einfach den Roboter aus. Hier haben wir ihn. Natürlich nicht das, sondern einmal hier Clean and Home auswählen. Das hier können wir natürlich auch ein bisschen größer machen. Ups. So. Das hier auch ein bisschen größer. Können ruhig alles ein bisschen größer gemacht werden. Weil jetzt haben wir hier auch eine größere Ansicht, sage ich mal. So, LED ein bisschen größer. Muss ja nicht unbedingt alles die gleiche Größe haben, finde ich, aber halt auf jeden Fall ein bisschen größer. So, dass wir es dem Raum ein bisschen anpassen. So, und dann muss natürlich hier in der Ecke auch ein bisschen größer direkt. Ups. Na. So, hier in der Ecke sitzt der Weihnachtsbaum, beziehungsweise aktuell heißt das ja hier nicht Weihnachtsbaum, sondern Ventilator. Ventilator, da haben wir ihn, auswählen. So, lass mich nochmal abchecken. Wir haben da den Ventilator, wir haben den Xiaomi hier verlinkt, wir haben das Wohnzimmerlicht, wir haben den YouTube-Button. Ja, ist jetzt eigentlich alles drin. Vergleichen wir es nochmal hier mit Wohnung. Das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei Wohnzimmer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wir haben jetzt hier auch alles mit drin. Genau. Und jetzt, was ich hier nämlich noch mitmachen wollte, hier mache ich jetzt mir einfach mal grün. Und dann kommt hier LED grün mit dazu. Und der Text, der jetzt hier natürlich angezeigt wird, ist Wohnzimmer grün. Passt das so rein? Ja, Wohnzimmer grün, genau. Kann ich dass ich das vielleicht hier noch farbig hinterlege? Ja gut, das kann ich ja gleich noch gucken. Kopiere ich mir das Ganze einmal. Ups. Bisschen Abstand natürlich dazwischen. Dann machen wir hier Rot. Suchen wir mal nach Rot, LED Rot. Wohnzimmer Rot. Blau. Machen wir nochmal Wohnzimmer blau mit dabei. Ja, und dann würde ich sagen, so können wir uns das Ganze ja hier schon mal angucken, wie das jetzt so ist. Und starten wir hier gerade nochmal eine Bildschirmaufnahme vom iPad. So, starte ich einmal hier ganz kurz neu. So. Und gucken, wie das bis jetzt so funktioniert. Ne? Also wir haben jetzt hier einmal so natürlich alles. Ich kann jetzt hier das Wohnzimmerlicht aus und wieder anmachen. Klicken wir oben auf den zweiten Reiter Wohnzimmer. Dann haben wir hier natürlich auch wieder das Licht. Wohnzimmerlicht aus, Wohnzimmerlicht an. Ecklampe aus, Ecklampe an. Ich kann den Weihnachtsbaum ausschalten und wieder anschalten. Und das LED aus und natürlich auch wieder anschalten. Und jetzt will ich gucken, ob ich das Wohnzimmerlicht grün, also Wohnzimmer LED grün. Ja, grün funktioniert, rot funktioniert, blau funktioniert nicht. Wieder auf grün zurück. Warum funktioniert blau nicht? Müssen wir ganz kurz mal schauen.
Wahrscheinlich, weil wir bei Blau noch Rot hinterlegt haben, genau wie ich es mir dachte, ja. Da sollte ich vielleicht natürlich hier erst Blau hinterlegen. Und dann sollte Blau natürlich auch funktionieren, wenn ich es hier einmal neu gestartet habe. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, die Farben, aber vertraut mir. Ja, jetzt funktioniert es. Rot, Grün. Genau, jetzt kann ich hier die Farben alle einstellen. Und da packe ich jetzt einfach so meine Lieblingsfarben rein. Und genau, dann habe ich hier auch eine sinnvolle, das hier sinnvoll an der Seite auch noch umgesetzt. Das werde ich im Wohnzimmer, im Schlafzimmer und der Küche machen mit den Farben. Und Billardzimmer gibt es keine Farben und dann kommt das noch mit dem Garten. So, ich würde sagen, off Kamera baue ich das Ganze jetzt mal fertig und dann zeige ich euch am Ende das, das Resultat und nehme auch das iPad dann einfach mal mit so durch die Wohnung und zeige euch das dann gleich. So, nach vielem Hin und Her haben wir es jetzt endlich geschafft und haben, ja, hier endlich ein brauchbares Bild zusammengebracht. Genau, ich schließe das jetzt hier einfach nochmal und zeige es euch. Genau, wir öffnen es einmal und dann wollen wir hier mal gucken. Also das Ganze lädt sich jetzt erstmal und lädt sich erstmal hier auf die Wohnung, dass wir hier erstmal alles ganz normal sehen. Ne? Und jetzt, wenn wir die Wohnung quasi geladen haben, können wir hier erstmal auf das Wohnzimmer klicken. Ja, sehen wir hier das gesamte Wohnzimmer, können jetzt hier auch im Wohnzimmer, wo wir ja gerade sind, damit ihr das mal seht, einfach zum Beispiel das Wohnzimmerlicht ausschalten und das Wohnzimmerlicht wieder anschalten, habt ihr ja davor auch schon gesehen. Wenn wir jetzt ins Schlafzimmer wechseln, sehen wir das gesamte Schlafzimmer, auch hier kann ich quasi alle Lichter einfach an- und ausschalten, ne? Und hier kann ich auch noch, ja, wenn ich jetzt quasi hier einmal das LED, steht jetzt hier nicht dabei, aber ich weiß, wo welche Lampen sind, und wenn ich jetzt quasi hier dann noch zu dem LED das Podest noch anmache, nee Quatsch, das ist das Podest, dann kann ich jetzt hier einfach auch noch die Farben quasi unterschiedlich schalten, wie ich das eben möchte, in verschiedenen Farben, und dann werden diese beiden Geräte gleichzeitig auf diese Farbe geschaltet. Jo, machen wir das hier wieder aus. Dann kann ich jetzt hier in die Küche zum Beispiel wechseln, sehe ich jetzt hier meine drei Lampen, die jetzt hier sind. In der Küche möchte ich auch noch ein bisschen was hinzufügen, da kommt dann noch der Wasserkocher, Kaffeemaschine und so kommt auch noch hinzu. Aber da die Küche gerade erst neu gemacht wird, ist das jetzt hier noch nicht dabei, kommt aber noch. Ne, deswegen sind es jetzt hier nur drei Lichter, sind einmal meine Küchenspots, das ist das, was ich jetzt quasi ausgemacht habe. Dann habe ich hier mein normales Küchenlicht. Und dann habe ich hier meine Küchen-LED-Beleuchtung, die ich jetzt auch wieder hier farblich schalten kann, wenn das eingeschaltet ist. Hier natürlich auch wieder Zugriff auf die Kamera, also das Zugriff auf die Kamera, auf die Überwachungskamera unten, das habe ich hier überall quasi gegeben, dass man das hier überall drauf zugreifen kann. Ne, hier Billardtisch auch wieder, einfach nur zwei Lampen, einfach hier einmal direkt über dem Spieltisch und einmal direkt im Billardflur. Und dann haben wir hier noch den Außenbereich. Da ist momentan sehr, sehr, sehr viel los, da Weihnachten ist, da wir hier die gesamte Außenbeleuchtung auch ja, über Alexa steuerbar gemacht haben. Einfach nur mit einem Broadlink und 433 MHz Steckdosen, die wasserfest sind, die dann außen sind. Die dann tatsächlich auch, ich habe einen Broadlink tatsächlich im Wohnzimmer, der ist quasi, das kann ich jetzt hier leider nicht zeigen, aber es ist hier, ihr seht ja, auf der Hausseite sind quasi einmal oben in der Mitte ist ein Fenster, dann links ist ein Fenster, rechts ist ein Fenster, in der ersten, also vom kleinen Fenster oben ausgerechnet, quasi in der, ist halt die zweite Etage, und in der ersten Etage, da wo meine Wohnung ist, unten links das Fenster, das ist mein Wohnzimmer, unten rechts das Fenster ist meine Küche. Und unten links das Fenster, in dem Wohnzimmer steht ein Broadlink, der quasi den gesamten hinteren Bereich macht, und dann habe ich in meinem Schlafzimmer einen Broadlink stehen, der den vorderen Bereich macht, weil der da näher ein bisschen dran ist. Ja, und so kann ich jetzt hier im Grunde genommen auch hier die ganzen 433 MHz Steckdosen schalten. Und was ich auch noch schalten kann, ich habe hier an der Garage und hier bei der Satellitenschüssel, ist halt ein bisschen blöd, aber ist halt die Positionierung, als ich das Foto mit der Drohne gemacht habe, war halt jetzt hier aus dieser Perspektive. Da habe ich halt einmal hier
und einmal hier vor dem Bewegungsmelder einen Sonoff dran gepackt, damit ich den Bewegungsmelder über einen Sonoff auch über Alexa steuern kann, weil ich damit eine Zeitsteuerung machen möchte. Weil das Problem ist, nachts sind diese blöden Katzen immer... ich meine, ich habe ja nichts gegen Katzen, aber die sind die ganze Nacht immer an den Bewegungsmeldern vorbei und haben dann halt in der Einfahrt und hinten im Garten das Licht angemacht. Und deswegen habe ich dann Sonoff davor gehauen, habe das über Alexa, über die Steuerung so gemacht, dass da quasi ab einer gewissen Uhrzeit das angeht und ab einer gewissen Uhrzeit auch wieder aus. Und dadurch kann ich das jetzt halt eben so realisieren. Hier vor dem Haus natürlich auch noch schön eine... ja, da reagieren jetzt hier beide drauf, weil die zusammengeschaltet sind. Das sind quasi einmal die Beleuchtungen vor dem Haus. Und ja, das ist im Grunde genommen alles, was ich jetzt hier machen kann. Ich kann natürlich jetzt hier auch noch auf die Kamera drauf zugreifen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die Aufnahme das jetzt hier mit aufnimmt. Ja, tut sie aber tatsächlich. Genau, da habe ich jetzt hier einmal, es dauert ein bisschen, bis das Bild sich entpixelt. Das ist extra jetzt die schlechtere Qualität. Ich hätte ja, wie gesagt, auch den ONVEF1 Stream nehmen können. Aber ich finde, wenn man so ein bisschen wartet, reicht die Qualität auch, um alles zu erkennen. Man sieht jetzt draußen, regnet es gerade aktuell. Genau. Und wenn ich jetzt hier quasi wieder einfach auf Fertig klicke, dann einmal wieder auf Zurück, bin ich wieder auf meinem Smart Home, auf der Smart Home Übersicht, auf der ersten Seite und kann mir jetzt hier auch einfach zum Beispiel auf die Terrassenkamera, da seht ihr jetzt gleich wieder schön den Müll, ja, sieht man natürlich auch und dann sieht man jetzt auch wieder mich hier hinten, wenn ich mich hier bewege, in dem zweiten Fenster rechts, ja. Auch wieder hier auf Fertig kann ich klicken. Und dann haben wir natürlich hier noch die letzte Kamera, die mit der schlechtesten Qualität leider. Aber dafür kann ich sie halt auch bewegen. Und nachts, also man muss halt wirklich nur sagen, nachts hat die diese schlechte Qualität. Tagsüber kann man hier alles ganz normal erkennen. Aber nachts braucht das hier echt lange, bis das hier ein anständiges Bild da. Jetzt haben wir es. Also nachts dauert das hier echt ein bisschen. Aber jetzt haben wir das Bild. Und ich meine, ja... Für den Preis dieser Kamera geht das halt eigentlich auch schon voll klar, finde ich. Das ist halt auch keine Kamera, die für den Außenbereich gedacht ist, sondern wirklich nur für den Innenbereich. Aber dafür liefert sie trotzdem ein passables Bild, finde ich. Ja, genau. Und dann würde ich halt sagen, war es das an der Stelle auch, weil ich habe mir gedacht, da, ich habe euch ja eben gesagt, ich nehme euch nochmal mit. Das mit dem Mitnehmen, das packe ich in einen separaten Film. Da werde ich mir nämlich wirklich richtig was einfallen lassen. Da werde ich richtig was Schönes für euch zusammenschneiden. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr es wisst. Ich bin nämlich eigentlich gelernter Mediengestalter. Und das merkt man an den Cuts hier und da auf jeden Fall schon mal nicht. weil ich mir, sag mal, das sind halt Tutorials. Da braucht man nicht so großartige Cuts reinzusetzen. Aber ich möchte natürlich noch ein bisschen was Spektakuläres hier machen und deswegen werde ich einfach nochmal ein gesamtes Video machen, wo ich quasi alle möglichen Smart Home Sachen so ein bisschen mit reinfließen lassen möchte. Natürlich erst, wenn die Küche fertig ist komplett und ja, dann wird man das hier bestimmt auch hier und da nochmal sehen. Diesen Screen, den werde ich hier in diese Aufnahme natürlich dann mit reinfließen lassen und dann da nochmal ein bisschen was zeigen. Ne? Dass man hier quasi sieht, zum Beispiel ich sitze in der Küche und dann klicke ich jetzt hier, keine Ahnung, auf mache ich hier quasi das Licht an, also die indirekte Beleuchtung an und dann sage ich hier, ach, ich habe jetzt mal Lust auf grünes Licht. Bumm, zack, und dann kommt grünes Licht. Ja, sowas zum Beispiel. Da werde ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen, wie ich das mache. Aber ja, ich würde sagen, erstmal so habt ihr jetzt gesehen, wie ich das quasi realisiert habe. Und ist eine ganze Menge Arbeit, aber wirklich, ich habe diese Aufnahme jetzt heute um was? Ich glaube um 14 Uhr oder sowas gestartet, müsst mal hier oben auf die Uhrzeit achten, ne, wann ich das quasi das Video gestartet habe und jetzt haben wir hier 21.36 Uhr, jetzt ist das Video fertig, jetzt drehe ich gerade ja hier mit euch die letzte Szene und ja, jetzt sind wir hier quasi angelangt und ich würde sogar sagen, dass, ich meine, ihr müsst aber denken, wenn ihr das jetzt quasi alleine macht, dann sollte das noch ein bisschen schneller gehen, weil ich habe hier wirklich überlegt, wie baue ich das auf, dass ihr das genauso 1:1 nachvollziehen könnt und nachbauen könnt, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Ja, aber ich würde sagen, alle Links zu den Produkten auf jeden Fall in der Beschreibung, ne, quasi zum Broadlink, den ich hier verwendet habe, zu den Sonoffs,
der Highcam, also zu meinen Kameras, die ich jetzt hier tatsächlich auch verwendet habe. Dann könnt ihr das wirklich eins zu eins auch nachmachen hier mit dem ONVIF-Stream. Und ja, alles wie gesagt in der Beschreibung. Und dann könnt ihr das auch hier nachbauen im IO-Broker. Schaut euch auch ruhig noch meine anderen Videos an, wenn irgendwas unklar ist, wie ich zum Beispiel das mit Broadlink eingerichtet habe, wie ich Sonoff eingerichtet habe und. Schaut euch die anderen Videos an und wenn ihr immer noch Fragen habt, bitte einfach ruhig ins Forum gehen, ne? smarthome.shimmer-media.de.com.net, egal, funktioniert alles. Und geht da einfach wirklich in die entsprechende Rubrik, macht einen Thread auf und schreibt eure Frage da rein, weil entweder ich oder irgendwelche anderen Leute in der Community können euch da ganz bestimmt weiterhelfen, weil mittlerweile sind da, ich glaube, sind über 100 Leute jetzt schon drin, ständig wachsend, genauso wie meine Abonnentenzahl, die war jetzt vor ein paar Tagen noch irgendwie auf 2000 so und so viel, jetzt sind sie wieder auf 2700, also das schwankt momentan so ein bisschen, warum auch immer, ich kann es mir nicht erklären, aber was auf jeden Fall cool ist, ist, dass es halt auch stetig wächst, genauso wie die Community im Forum und es sind lauter coole Leute dabei, die richtig viel Wissen mit ranschleppen, wo auch ich mich tatsächlich hier für mein Videorepertoire dran bereichere natürlich, weil ich werde hier und da natürlich gucken, gibt es irgendein Thema, was besonders hochfrequentiert ist, da mache ich dann natürlich ein Video drüber. Gibt ein Thema, wo viele Leute Fragen zu haben, was vielleicht noch nicht geklärt ist, ja, dann gucke ich, kann ich das irgendwie klären, kann ich da irgendwie was zu beitragen, um eine Lösung zu finden, und wenn ich natürlich eine Lösung finde, gibt es natürlich ein Video dazu, ganz logisch. Genau, da gucke ich halt immer so, dass wir das halt alles hinkriegen und ja, am Ende bleibt halt noch zu sagen, ich wünsche euch allen wirklich ein preiswertes Smart Home. Gebt nicht so viel Geld aus für den ganzen teuren Quatsch, weil es geht auch günstig, ja. Und mit den günstigen Sachen könnt ihr genauso gute Resultate, wenn nicht sogar noch bessere Resultate meiner Meinung nach erzielen, als wie mit den teuren. Weil ihr könnt hier einfach das über diesen IO-Broker sowas von personalisieren, sowas von auf euch genau maßschneidern. Ja. Ich habe euch das jetzt hier gezeigt mit den Tabs, ja, dass ihr verschiedene Tabs machen könnt. Ich habe das jetzt in verschiedene Räume gemacht. Ihr könnt das vielleicht in verschiedene Aktivitäten machen. Ihr könnt zum Beispiel einen Tab machen für Temperatur, einen Tab machen für nur Licht, einen Tab machen für besondere, weil ich das hab ich jetzt noch nicht gemacht hier zum Beispiel, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel im Wohnzimmer noch die Möglichkeit, mein Kino ein- und auszuschalten, sprich, dann geht die Leinwand runter, der Beamer geht an und ich kann dann meinem Cody sagen, hier, sage Cody, zeige Flug der Karibik zum Beispiel, ja, und dann funktioniert das. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel nicht mit reingebracht, das könnte ich zum Beispiel noch in einen weiteren Tab machen, den könnte ich dann Features zum Beispiel nennen und da kann ich dann zum Beispiel aufreihen, hier Kino an oder was weiß ich, TV an, ne? Dann geht ja auch die Soundanlage mit an oder Schlafzimmer-Kodi an und, also wirklich verschiedene Sachen, also als Features noch sozusagen mit reinzubringen, das hätte ich jetzt hier zum Beispiel auch noch machen können, werde ich vielleicht auch die nächsten Tage noch machen. Das ist halt quasi immer was, wo ihr immer wieder dran arbeiten könnt, wenn irgendwelche neuen Geräte dazu kommen, wenn euch irgendwas nicht passt, wenn ihr irgendwie die Meinung habt, ihr könnt euch das jetzt hier ein bisschen anders verändern und ja. Genau, wie gesagt, preiswertes Smart Home euch allen und danke fürs Zuschauen. Das ist jetzt ein ziemlich langes Video gewesen und ja, macht's gut. Haut da rein.